herzlich willkommen zurück hier zu Deus Ex Human Revolution. Wir sind immer noch in Taiyong Medical unterwegs und machen uns jetzt gerade auf zu der Chefetage. Aber wir sind schneller als das Ding. So, zack, das übernehmen wir. Jetzt das. Ich wollte nur den Nuke-Virus noch haben. Haben wir auch schon mittlerweile 14 Stück, ey. So, Fahrstuhl bestellen. Und auf in die Chefetage. Mal hier mal den Ausblick ein bisschen genießen, so. Ah, schöne Sonne. Ne? Schöner Anblick hier. Wand. Ah. Schöner Ausblick. Wow. Wir kommen aber gleich an. Was ist denn eigentlich jetzt genau unsere Aufgabe? Hauptmission. Der Hort des Drachen. Okay. Sao im Penthouse zur Rede stellen. Also, würde ich mal sagen, ab ins Penthouse. Ah, das wird doch sicher einen scheiß Bosskampf oder so enden, oder? Okay. Alles klar. Zur Not haben wir noch den Revolver. Weil ich ahne schon, dass hier. Als ob hier keine Wachen sind. Als ob hier niemand ist. Okay, könnt ihr lesen, könnt ihr auch lesen. Und das Ding ist, wisst ihr, komm, warte, erstmal auf 18 Riegel nehmen. Das kann doch nicht sein, dass hier niemand ist, als ob. So. Hacken wir noch deren Rechner hier oben. Durch den Kauf steigt der globale Marktanteil von Taiyong deutlich an. Ich bin Eliza Kassan mit einem Weißbericht für Pikes. Alter. Aus China erreichen uns weitere Einzelheiten über ein gewagtes Manöver des Biotech-Unternehmens. Zugriff gewährt. Jawohl. War kein Ding bekommen, nur 300 Credits, Datenschnüffler. Dass ich immer außersehentlich auf das Ding drauf komme. Könnte auch noch was lesen. Die Aktien von N-Pro waren im Tagesverlauf eingebrochen, nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, Präsident Orly McTavish hätte Gelder unterschlagen. McTavish wies die Vorwürfe zurück, konnte aber nicht erklären, wie Erträge ein Safe, Leute. Auf sein Privatkonto gelangt waren. Vermutlich nur ein Schreibfehler, witzelte Zhao Yunru, Präsidentin von Taiyong Medical, bei der offiziellen Bekanntgabe der Übernahme. Durch den Kauf steigt der globale Marktanteil von Taiyong deutlich an. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Zugriff gewährt. Oh, Alter. Heftiger Meisterhacker, weißt du? Und nur durch den Virus. Wärmezielsystem. Credit Chip PDA. GDM PDA. Biochip verschlüsselt nach den Singapur. Okay. Multinationalen Giganten melden, dass er erfolgreich sein Rocket Launcher Heat Targeting System. Alter, ich hab keinen Rocket Launcher. Aktien von N-Pro waren im Tagesverlauf eingebrochen. Und das aber sicher teuer verkaufen, aber ich weiß nicht, ob ich hier groß was wegschmeißen sollte. Vielleicht hätte ich hier den Platz noch gebraucht dafür. Nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, Präsident Orly McTavish hätte Gelder unterschlagen. McTavish wies weiter die Vorwürfe geht's. Zurück. Also, können wir nur hier rein. Hübsche Wohnung haben Sie.
Wo ist Megan Reed? Reed? Ich weiß nicht. Hören Sie auf zu lügen, Sau. Sie haben Megan und ihr Team entführt. Ich weiß, dass Sie Seraph Industries zerstören wollen. Seraph? Und ich weiß, dass Sie mit diesem Schwein zusammenarbeiten, das mich sterben ließ. Also, wo ist Megan? Nein, Sie irren sich. Sie denken, ich stecke hinter all dem, aber das stimmt nicht. Ich bin wie Sie, eine Spielfigur. Sie sind die Chefin eines Milliardenunternehmens. Und man möchte meinen, das schützt mich. Tut es aber nicht. Diese Männer, sie sind mächtiger als Harry, mächtiger als Taeyong. Gegen die bin ich ein kleines Licht. Was fasern Sie da? Seraph weiß es. Fragen Sie ihn. Er dachte, er kann seine Leute mit subdermalen GPL-Implantaten schützen. Aber diese Männer, sie kontrollieren globale Interessen. Ein Anruf bei Pikes und die Implantate waren stumm. Ich dachte mir, dass die sie schicken, um mich zu töten. Sie müssen mir helfen. Bitte. Sie sind so weit gekommen, sie können mich doch sicher beschützen. Stimmt. Sie können mich doch sicher beschützen. Dass Männer uns Frauen aber auch immer unterschätzen. Was zum Teufel haben Sie getan? Im gesamten Gebäude wurde Alarm ausgelöst. Ein Panikraum. Sie hat einen beschissenen Panikraum. Naja gut, ich auch. Vergessen Sie es für den Moment. Zum Hangar, schnell! Der Marktanteil von Taeyong deutlich an. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Alter, verpiss dich! Alter, warum habe ich auch nachgeladen, ich Idiot? Okay. Mies, Mann, Alter. Aus China erreichen uns weitere Einzelheiten über ein gewagtes Manöver des Biotech-Unternehmens Taeyong Medical. Alter. Okay. Wie mache ich das jetzt am schlauesten? Alter. Okay, das funktioniert auch nicht. Ich dachte, ich könnte mich da mit der Schrot hinstellen und einfach reinwemsen. Alter, dass er da nicht schießen kann. Okay. Warum wissen die denn, dass ich dahinter bin? Wie konnten die mich denn sehen, Mann? Das habe ich gehört. Kommen Sie raus. Das habe ich gehört. Kommen Sie raus. Alter, dass dieser Typ mich gestoppt hat. Also wir müssen da wirklich mit Unsichtbarkeit einfach mitten durchrennen, weißt du? So, das ist... Hallo? So. Feuerschutz!
Alter. So. Oh, er ist zum Glück direkt da. Alter, meine Fresse, ne. Jensen, ich komme und hol Sie ab. Sind Sie in der Nähe des Hangars? Ich bin auf dem Weg dahin. Okay, dann machen Sie diese Türen auf. Sonst gibt's nämlich keinen Rettungsversuch. Alter, ein Praxispunkt erhalten. Sehr geil. Ja, wie wir mehr tragen können. Könnte nochmal hier was lesen von Tai Yong Medical. Tja, jetzt weiß ich, warum man vielleicht einen Raketenwerfer gebraucht hätte. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbots. Ihr wollt mich auf den Arm nehmen, oder? Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbots. Nur die Ruhe. Bitte nur oben rein. Bin mal hier oben angekommen. Eine EMP-Granate. Mist. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbots. Gut, die sehen mich nicht bisher. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbots. So. Ja, den hacken wir jetzt hier. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Alter, was für ein Riesending das hier ist, Mann. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbots. Auf, shit. Gott. Ich nehme die jetzt mal. Ich habe das überhaupt nicht gesehen, dass man da gar nicht langkommt. Idiot. Ach komm, wir können es auch noch auf Gegner einstellen. So. Ach, die bekämpfen sich gegenseitig, wie geil. Alter, das gab's im Rums. So, das könnt ihr lesen, Hirnimplantate. Und den Roboter könnte ich jetzt deaktivieren, ne? Bleibt auf Gegner. Okay, gut. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen. Ja, ja, nur die Ruhe. So, hier noch ein bisschen absuchen. Hier gab es sicher überall Munition und alles, was man sicher mitnehmen kann. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbots. Ach, muss ich die zerstören? Oh.
Scans aktivieren. Jawohl, haben wir den auch weggeräumt. So. Sicherheitssysteme deaktiviert. Ich kenne noch irgendwo irgendwas. Ja, Munition kann man mitnehmen. Schade, deaktivieren hat nicht gereicht, aber auf Gegner einstellen war gut, dann konnte er. Oh. Sicherheitssysteme deaktiviert. Ich Idiot. Den anderen zerstören. Dann haben wir nur eine EMP gebraucht. Ah, ja. Ging ja ziemlich leicht gegen die Roboter, hätte ich nicht gedacht. Oh, noch ein Praxispunkt erhalten, sehr nice. Das nicht. Analyse aller Datenträger. Gleichoptimierer. Ah. Okay. Das nicht. Ein. Grundoptimierer lautlos laufen. Achso, Aktivierung manuell. Also nur von uns aus. Okay, das ist auch ziemlich nice. Das brauchen wir nicht unbedingt. Ah, ist auch nicht so wichtig. Na, brauchen wir auch nicht. Haben wir bisher auch ziemlich gut alles hingekriegt. Batterie. Theoretisch, aber. Ich glaube mal, das Hacken hier bringt alles mehr. Kaufen wir einfach mal das hier. Vielleicht kriegen wir da mehr Sachen dann. Oh, unser Heli ist gelandet. Dann wollen wir mal einsteigen, ne? Jensen, wir müssen schleunigst zurück nach Detroit. Steigen Sie ein. Jawohl. Let's go. Wir fliegen nicht nach Detroit. Was? Es geht nach Montreal. Ich erkläre es Ihnen unterwegs. Das will ich auch hoffen. Wir fliegen jetzt nach Montreal. Kann man so machen, würde ich mal behaupten. Bin gespannt, was es in Montreal so gibt. Auf jeden Fall sieht die City sehr nice aus. Sind Sie sicher? Immerhin infiltrieren sie keinen mickrigen Kabelsender. Sao hat eine Eliza erwähnt und einen Telefonanruf bei Pikes. Eliza Kassan muss in diese Sache verwickelt sein. Ich weiß nicht. Die berühmteste Nachrichtenmoderatorin der Welt arbeitet mit einem mordenden Söldnerkommando zusammen? Über die Details reden wir später. Setzen Sie mich auf dem Turm ab. Ich steige über das Dach ein. Ist ja auch gar nicht auffällig. Aber gut. Jetzt habe ich hier ja noch mehr Schüsselplatz frei. Alter, die Munition ist so riesig. Bräuchte man einen Händler oder so? Malik sagt, sie wollen die Position von Eliza Kassan. Wenn es nicht zu viel Mühe macht. Macht es nicht. Ich konnte die Firewall problemlos umgehen und habe jetzt ein 3D-Modell vom Grundriss. Ihr Büro ist im Turm, Zimmer 404. Bin 404, unterwegs. Okay. So, easy, alles verstärkt. Voll. So. Munitionskapazität. Okay. Da könnt ihr wieder was lesen, wenn ihr wollt. Terror weltweit auf dem Vormarsch. Okay. So, wo bräuchten wir denn mal ein größeres Munition-Ding? Ich würde ja fast sagen, in der MP, oder? Dafür mit dem meisten Schuss immerhin. Dann sind wir wahrscheinlich jetzt gucken von 30 auf. Hä? Nein, bleib bei der. Ich wollte nachladen. 40 Schuss, nett.
Kann man sich nicht beschweren. Ich feiere nur meinen Schalldämpfer immer noch hardcore. Okay, ein ziemlich nutzloser Raum. Hab da wieder was lesen. Einigung der Welt. Zack, weiter geht's. Pikes Area. So. Oh Gott, hier kommen wieder so viele Kunden, ey. Bei den Sachen wisst ihr ja, könnt ihr lesen. Okay, Code Blue. Nichts hier raus. Okay. Keine wichtigen Informationen. So, nein, bitte nicht. Wir legen das trotzdem. IT. Philip Kane, ihr wollt mein Passwort bitte sehr. P. Kane Stacks. Okay, willst du wissen? Hatten wir das nicht? Ja, das hatten wir schon. So, weiter geht's. Ist alles wahrscheinlich dieselbe Zeitung. Ein Elektroschock-Pfeil brauchen wir zwar nicht. Egal. Jensen, da stimmt was nicht. Pikes ist ein globales Nachrichtennetzwerk, das rund um die Uhr sendet. Warum geht bei denen niemand ans Telefon? Ich melde mich wieder. Ich sehe hier niemanden rumlaufen, ne? Das ist... Weiß nicht. Das kommt mir etwas komisch vor. Wenn echt niemand da ist. Elektroschockpistole für die Elektroschockpfeile. Cafeteria Massaker. Okay. Auch nichts Wichtiges. Da geht's. Die hatten es wohl ziemlich eilig, Pritchard. Hier ist niemand mehr. Weil jemand Feueralarm ausgelöst hat, um ihn dann wieder abzuschalten. Sie sollten Miss Kassan möglichst schnell finden und sich dann absetzen. Ja. Aber vorher gucken wir hier nochmal ein bisschen um. Okay, das brauchen wir wahrscheinlich nicht hacken. Oh. Sag nicht, ich komme jetzt hier nicht mehr drauf. So, dann gehen wir mal zurück. Hallo, Adam. Made in Japan. Hat Sao Sie über mein Kommen informiert, Miss Kassan? Bitte, nennen Sie mich Eliza. Sao Yun-Ru hat mir nichts gesagt. Sie weiß nicht, dass Sie diese Verbindung aufgedeckt haben. Woher wissen Sie es dann? Ich beobachte Sie schon seit einiger Zeit. Seit vor 6 Monaten der Befehl reinkam, die Satellitenaktivitäten über Detroit und Umgebung kurzzeitig zu unterbrechen. Die Nacht, in der Megans Team entführt wurde. Sie haben ihre GPLs gestört. Jeder sollte glauben, Sie wären tot. Ja. Obwohl ich diese Schlussfolgerung erst später gezogen habe, ich fand diese Erkenntnis beunruhigend. Ich wünschte, wir könnten länger darüber sprechen, aber ich habe sie wohl auf sie aufmerksam gemacht. Wenn sie jetzt gehen, entkommen sie vielleicht. Oh, ich gehe gleich. Aber sie werden mich begleiten. Ach, nur ein Hologramm. War ja klar. Es tut mir leid, Adam. Wirklich. Jensen, raus da! Sofort! Sagen Sie mir, dass Sie das gesehen haben, Pritchard. Später! Jetzt orte ich mehrere Funksignale, die sich auf Ihre Position zubewegen. Das ist eine Falle! Das war doch klar.
Aber ich gehe nicht ohne Eliza Kassan. Finden Sie sie, während ich einen Weg nach unten suche. Jawohl. Die vergelegene Etage reichen, um hinter Eis zu entgehen. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Kommentiert, was ich verbessern kann. Abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Bis dann. Haut rein.